Hallo ihr Lieben, ich wollte euch erzählen, warum es von uns gar keine Fernsehauftritte gibt. Ja, wir haben bis jetzt sehr, sehr viele Anfragen bekommen von verschiedenen Sendern, die alle so dem Unterhaltungszwecke dienen. Also, wir haben noch keine Anfragen gekriegt von Arte oder sowas für Dokus, zum Beispiel zum Freilernen oder irgendeiner nicht erziehenden Art und Weise, also sondern immer nur von Fernsehsendern wie RTL und Fox, und ihr kennt vielleicht auch die Hollerers oder Sarah Schmidt mit ihrer Familie, die ja jetzt schon Auftritte hatten. Und ja, wir haben mehrere Gründe, weshalb wir da nicht zusagen und auch gar nicht zusagen wollen. Also zum einen sind wir einfach nicht interessiert an diesen an dieser Art der Bloßstellung, denn wir haben ja mit euch eigentlich ein ganz anderes Publikum, was einfach viel besser zu uns passt, und wir finden, dass wir auch ja andere Familien jetzt gar nicht bewerten möchten. Also wenn es jetzt um Dein Kind, Mein Kind Auftritte gibt, wo ich jetzt zum Beispiel andere Familien in ihrer Erziehungsweise oder Nichterziehungsweise oder wie auch immer die das gestalten, wie die das handhaben, das möchte ich gar nicht bewerten, weil das jeder für sich selbst erfinden sollte und ich da nicht den Lehrer spielen möchte mit dem Zeigefinger. Und ja, dann wisst ihr ja, dass wir unsere Kinder gar nicht zeigen. Also unsere Kinder sind mal von hinten bei einem Foto zu sehen oder quatschen vielleicht auch mal beim Video rein. Und bei den Fernsehsendungen ist es nur schwer möglich, die Kinder dann ständig zu verpixeln. Das wäre sehr viel Arbeit. Das kann ich auch verstehen von der Redaktion, dass sie dann sagt, das machen wir nicht. Ja, dann haben unsere Kinder ja wunderschöne Namen, die aber auch nicht online preisgegeben werden sollen und deshalb auch nicht im Fernsehen. Ja, und man müsste also das verpixeln, wenn ich meine Kinder dann mal mit ihrem Namen rufe oder nenne oder die Kinder gegenseitig ihren Namen nennen. Und ja, müsste dann vielleicht diese Sendung aus ganz vielen Pieptönen bestehen. Das will ja auch keiner hören und sehen. Und ja, dann wäre unsere nächste Bedingung immer gewesen, dass... Was war unsere nächste Bedingung, Patrick? Unsere nächste Bedingung war, dass wir auch die Sache am besten einmal sehen, bevor sie ausgestrahlt wird. Einfach um zu wissen, wird da jetzt alles erzählt, was auch so stimmt, oder hat es dann wirklich Bild-Zeitungs- und RTL-Niveau, und darauf hätte ich überhaupt keinen Bock. Und ja, so eine Sache, die bei Künstlern immer wieder gern so ausgenutzt wird, das ist, also ich will uns jetzt nicht als Künstler darstellen, sondern allgemein bei Bloggern oder Musikern oder Künstlern oder... ja, alle, die so ein bisschen nicht gleich ihre Preisliste raushauen, die werden immer mit schmeichelnden Worten angeschrieben. Und so war das auch bei uns, dass sie uns ja alle ganz toll finden und das ist so interessant, was wir machen und mit den Kindern und wie wir wohnen und was wir vorhaben. Und das wäre doch bestimmt eine ganz tolle Möglichkeit, da viele Leute zu erreichen, und es würde so vielen anderen helfen. Ja, also es wird immer geschmeichelt und so richtig am Hintern geleckt, aber es wird nie von dem Honorar gesprochen, und das muss man dann immer erst erfragen, und oder wenn wir antworten, dann schreibt natürlich auch unsere Vorstellung mit rein und über das Honorar, und das ist also für den ganzen Tag sehr hoch, wenn man dem Fernsehen zur Verfügung steht. Zur Verfügung stehen muss. Ja, und das ist den meisten Sendern dann auch nicht möglich. Und
damit ist dann die Anfrage schon spätestens nach der dritten E-Mail auch geklärt. Und ja. Stimmt's, Kater? Willst dich auch nicht zeigen lassen, oder? Ja, und wenn wir jetzt doch mal Lust hätten, uns im Fernsehen zu zeigen, dann wäre es immer noch eine Möglichkeit, was wir von uns aus jemanden anschreiben. Und dann gibt es auch Sender, die vielleicht dann auch von den Leuten mehr geschaut werden, die wir erreichen wollen. Ja, wir sind gespannt auf eure Meinung und Kommentare. Schreibt sie gerne wieder unter dieses Video und ich wünsche euch alles Liebe und sage bis bald.